Stellt euch vor, ihr bereitet euch auf einen Boxkampf vor. Ihr habt euch mit allen Dingen, was den Kampf betrifft, beschäftigt. Mit welchem Lied ihr einlaufen wollt, welche Farbe eure Boxhandschuhe haben und sogar, wie eure Frisur am Tag des Kampfes aussehen soll. Doch einen wichtigen Aspekt habt ihr vergessen. Gegen wen kämpfe ich überhaupt? Was für ein Typ Gegner habe ich? Was sind seine Stärken und was seine Schwächen? Welche Taktiken und Listen könnte er gegen mich anwenden? Hat man diesen wichtigen Aspekt vernachlässigt, so wird der Kampf sehr schwer zu gewinnen sein. Und dein Gegner wird ein leichtes Spiel gegen dich haben, da er sich gut auf dich vorbereitet und deine Schwächen studiert hat und dir so immer einen Schritt voraus ist. Sich einem Gegner zu stellen, der einen sehr gut kennt und analysiert hat, der aber für einen selbst quasi unsichtbar oder unbekannt ist, wird nahezu aussichtslos sein. Es wird ein Kampf werden, welcher kaum zu gewinnen ist. Meine lieben Geschwister, auch wenn wir uns auf keinen Boxkampf vorbereiten müssen, so haben wir dennoch einen offenkundigen Feind in dieser Dunja, dem wir alltäglich ausgesetzt sind. Es ist nicht irgendein Mensch, der versucht uns zu schaden, uns in einem Boxkampf zu besiegen oder uns mit einer List zu hintergehen, um an unser Geld zu kommen, sondern es ist der verfluchte Shaitan. Der Shaitan will nicht unser Geld oder unseren Besitz von uns. Er will uns etwas viel Wichtigeres als das nehmen. Er versucht mit allen Mitteln, die er zur Verfügung hat, das zu nehmen, was an Wert für uns unbezahlbar ist. Wenn es einmal verloren geht, so ist es unser Verderben für immer. Es ist das ewige Paradies, welches der Shaitan uns durch seine List und Hinterhältigkeit nehmen will. Der Shaitan hat geschworen, den Menschen in die Irre zu leiten. Und er wird alles dafür tun, um sein Versprechen zu erfüllen. Deshalb müssen wir uns vor diesem Gegner in besonderer Weise schützen, indem wir ihn kennenlernen, um seine Listen aufdecken zu können und so eine Chance zu haben, gegen ihn bestehen zu können. Der Shaitan wendet sehr viele Tricks an, um uns vom einzig wahren Weg, dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Geboten und Verboten abzubringen. So teilt uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran eine der Vorgehensweisen des Shaitan mit, auf welchen Wegen er uns in die Irre führen möchte. Hierauf werde ich ganz gewiss von vorn und von hinten, von ihrer Rechten und von ihrer Linken über sie kommen. Und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Subhanallah. Diese Aya zeigt uns etwas sehr Wichtiges über die Taktik des Shaitans auf. Der Shaitan begnügt sich nicht einfach damit, nur über einen Weg an uns heranzutreten. Er gibt nicht nach diesem einen Versuch auf. Vielmehr wird er jeden möglichen Weg wählen, den er finden kann, um uns zu schaden. Und dabei wird er hartnäckig sein, um von der Richtung zu kommen, von der wir es am wenigsten erwarten. Wie wir aus der genannten Aya entnehmen konnten, gibt es viele Wege, auf denen der Shaitan zu uns Menschen kommen kann. Das heißt für uns praktisch, egal auf welchem Weg wir uns befinden, welche Handlung wir gerade tätigen, wie sicher wir uns auch fühlen mögen, der Shaitan wird nicht aufhören, uns vom wahren Weg abzubringen, bis Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seele nimmt. Bis also der Moment kommt, an dem wir keine Taten mehr auf dieser Dunja umsetzen können. Wir dürfen uns nichts vormachen. Nur weil wir gerade einmal das Mindestmaß an Pflichten im Islam erfüllen, dürfen wir uns nicht vor dem Shaitan sicher fühlen. Er ruht sich nicht aus. Weil wir gerade mal die Pflichtgebete verrichten oder einen kleinen Teil unseres Vermögens spenden, heißt es nicht, dass der Shaitan nicht anwesend ist. Denn vielleicht ist es gerade diese Tatsache, nur das Mindeste zu tun und damit zufrieden zu sein, die der Shaitan ausnutzt, um uns in die Irre zu führen und in Richtung Jahannam zu leiten. Da Allah subhanahu wa ta'ala nicht bloß das Mindeste von uns als Gläubige erwartet. Genau das ständig und überall im Hinterkopf zu bewahren, hilft uns, seine Intrigen im Alltag rechtzeitig zu erkennen und effektive Vorkehrungen zu treffen. Das nicht zu tun, bedeutet hingegen, unseren Iman zu riskieren. Das leichteste Spiel hat der Shaitan dann, wenn wir nicht mit ihm rechnen. Wenn wir uns seiner Anwesenheit nicht bewusst sind, denn dann kann es dazu kommen, dass wir nicht nur in die Irre gehen, sondern sogar ein Werkzeug des Shaitan werden. Und womöglich werden wir sogar unbewusst zu seinen Anhängern, die das eigene Umfeld durch Worte und Taten ebenfalls in Richtung Jahannam führt. Allah subhanahu wa ta'ala warnt nicht umsonst an zahlreichen Stellen des Koran vor dem Shaitan und davor ihm zu folgen. So sagt er ganz klar und deutlich, was mit jenen passieren wird, welche ihm folgen. Wer auch immer von ihnen dir folgt, ich werde die Hölle ganz gewiss mit euch allesamt füllen. Meine lieben Geschwister, in dieser Aya wird deutlich, wie das Ende für den Shaitan und all jene, die seine Täuschungen und Versprechungen verfallen, aussehen wird.
Also lasst uns die Gefahr, welche vom Shaitan ausgeht, sehr ernst nehmen und ihn wie unseren schlimmsten Feind behandeln, bevor es zu spät ist und wir möglicherweise gemeinsam mit dem Shaitan und unseren Familien das Höllenfeuer betreten müssen. Nur aufgrund unserer Leichtfertigkeit in der Dunya. Lasst uns herausfinden, was seine Ziele, seine Methoden und Wege sind, welche er anwenden will, um uns zu schaden. Und lasst uns genauso herausfinden, wie wir uns und unsere Familien auf die beste Weise vor dem Shaitan schützen können, um erfolgreiche Diener Allah subhanahu wa ta'ala zu sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und unsere Familien vor dem Shaitan schützen.